Ich will Menschen dort helfen und als Brücke zwischen den Kulturen fungieren. Hi, ich bin Elena, ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere internationale Beziehungen im Master im ersten Semester an der KU. Ich studiere diesen Masterprogramm, weil ich mich schon als Kind für Sprache, Kultur und Gesellschaft interessiert habe. Und außerdem hat mein Papa einen sehr guten Freund, der im Auswärtigen Amt arbeitet. Und ich war ein paar Mal bei dem Treffen dabei. Der hat oft über seine Arbeit berichtet, dass es ihn fasziniert, dort zu arbeiten. Und seitdem habe ich mir auch gedacht, dass ich so einen Job haben möchte, dass ich darüber auch später mit Begeisterung erzählen darf. Im Master Internationale Beziehungen kann man verschiedene Kurse aussuchen. Man kann sowie rein sich auf Politik fokussieren, man kann aber auch geschichtliche und wirtschaftliche, auch soziologische Fächer aussuchen. Ich habe mich für politische Kurse entschieden, da ich noch keinen politischen Hintergrund habe. Ich habe davor Bachelor in Übersetzungswissenschaft gemacht und deshalb einen Hintergrund in Sprachen, Kultur und Geschichte tatsächlich habe und mir diese politische Wissen gefällt haben. Es ist sehr wichtig, interdisziplinär gebildet zu sein, damit man später in internationalen Organisationen oder im Auswärtigen Amt arbeiten kann. Mir gefällt am meisten in diesem Studiengang, dass man sich facettenreich weiterbilden kann. Man kann verschiedene Fächer aussuchen in Soziologie, Wirtschaft, Geschichte und Politik. Außerdem gibt es auch ehrenamtliche Projekte, wo ich selber mich auf Malteser gestoßen habe und jetzt seit 2 Monaten dort tätig bin. Bei den Malteser geht es um Start Social Projekt und zwar es geht darum, dass man den Ukrainer hilft, in Deutschland einen passenden Job zu finden, dass sie auch arbeiten können, obwohl sie keinen deutschen Abschluss haben, sondern einen ukrainischen, der hier nicht anerkannt ist. Ich komme aus der Ukraine und wie wahrscheinlich jeder weiß, herrscht dort ein Krieg. Und mein Ziel wäre es, irgendwann so einen Job zu haben, dass ich solche Kriege und Konflikte auch vermeiden kann. Es wäre sehr schön, wenn ich etwas dazu beitragen könnte, dass die Welt friedlicher sein könnte, dass jeder Mensch gleiche Rechte und Möglichkeiten haben kann und auch das Leben leben kann und nicht Angst haben, von irgendwelcher Rakete oder Bombe zu sterben. In meiner Traumzukunft möchte ich im Auswärtigen Amt arbeiten. Ich möchte dort meine theoretische und praktische Wissen einsetzen. Ich möchte sehr gerne Menschen helfen. Ich möchte auch als eine Brücke zwischen der eigenen Kultur meines Landes und anderen Kulturen anderer Länder fungieren. Ich möchte gute internationale Beziehungen zwischen den Ländern schaffen, dass es keine Konflikte in der Welt herrschen, dass jeder eine sichere, friedliche Zukunft hat. Und außerdem würde ich sehr gerne Vorbild für andere Menschen sein, dass man alles erreichen kann, wenn man es wirklich will.